Museumsausstellung von Jack Whitten in Europa. Wir zeigen einen in Kunstkreisen mittlerweile weltberühmten Künstler, aber für eine breitere Öffentlichkeit sicherlich immer noch ein unbekannter Künstler. Jack Whitten war ein Maler, der abstrakt gearbeitet hat, und er hat einen sehr experimentellen und prozessorientierten Ansatz gehabt. Die meisten Bilder, die wir in der Ausstellung sehen, sind kollagiert, aber das Material ist immer Farbe. In den 70ern entdeckt Jack Whitten nämlich auch die Möglichkeit, Farbe, die man trocknet, zu zerschneiden und als Collage-Element zu nehmen. Ganz viele Menschen überrascht, die das erste Mal die Bilder sehen, glauben gar nicht, dass das pure Farbe ist. Die denken, das ist Metall, das ist Glas, das ist eine transparente Folie oder so. Aber es ist immer pure Farbe. In dieser Ausstellung haben wir Bilder von Jack Whitten versammelt, die Personen oder Ereignissen gewidmet sind. Das ist eine ganz wichtige Werkgruppe im Schaffen von Jack Whitten, die sich vom Anfang seines Schaffens bis zum Ende zieht. Jack Whitten geht es immer um die Erweiterung der Abstraktion. Die Erweiterung findet auf einer materiellen, auf einer kompositionellen Ebene statt, aber zum Ende hin auch eben auf einer sozusagen inhaltlichen Ebene. Wie kann ich die Essenz einer Person, eines Ereignisses in Medien der Abstraktion darstellen? Das ist nicht im klassischen Sinne ein Porträt, dass ich diese Person wiedererkennen würde, sondern er hat tatsächlich sich versucht, in die geistige Verfassung eines dargestellten Menschen hineinzudenken und seine Verfassung und deren Verfassung in eine möglichst Symbiose zu bringen. Es ist sozusagen die Seele, der Spirit der Porträtierten, der sich in diesen Bildern äußert und dann eben auch zu uns sehr eindrücklich spricht.